Hallo, meine lieben Aktienfreunde, es ist mal wieder soweit. Und ich freue mich oder ich bin erleichtert, dass eine Mehrheit von euch an das kapitalistische Finanzsystem glaubt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es verdammt knapp, die Mehrheit. Und ich habe vorhin mal getestet, es ist eine Stimme gewesen. Ich hatte ja im letzten Video zum Starterdepot die Frage gestellt, ob ihr Bankaktien im Depot haben wollt. Das kam ursprünglich auch nicht von mir, der Gedanke, sondern das habt ihr in Form von Kommentaren an mich herangetragen. Und dann gab es eine Abstimmung und guckt euch mal das Ergebnis an. Wollt ihr eine Bankaktie im Depot? Ja, 50%, nein, 49%. Wo die anderen, also die fehlenden 1% hin sind, das müsst ihr YouTube fragen. Das kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls, die Mehrheit ist da und ich habe das interpretiert, er glaubt mehrheitlich an das kapitalistische Banken- und Wirtschaftssystem, Finanzsystem auf der einen Seite, auf der anderen Seite seid ihr auch ziemlich skeptisch eingestellt. Und ich denke, das zeigt auch allgemein die Lage momentan. Wir sind also stark verunsichert auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wir halt immer noch das Beste aus unserem Geld zu machen. Insofern, wir suchen ja auch deshalb Aktien mit langfristig steigenden Gewinnen, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Also, in dem Video habe ich mich jetzt entschieden. Wir gucken uns jetzt die Bankaktien an. Wir werden auch etwas zu Bankaktien allgemein sagen, auch zum Finanzsystem. Wir werden auch gucken, wie kaputt das Finanzsystem ist. Ich bin jetzt nicht Dr. Markus Krall, ich habe nicht die Kompetenz von ihm auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Das eine oder andere weiß ich schon und wir können das verknüpfen mit dem Aktienfinder auch, um das Ganze dann auch für uns aus Aktionärssicht ein bisschen konkreter zu machen. Am Ende dann eine Abstimmung und in der Abstimmung wird es einen dritten Punkt geben oder einen vierten, also drei Aktien und dann gibt es noch eine vierte Auswahl, nämlich ich will keine Bankaktie im Depot haben und dann gucken wir mal, ob sich eine Bankaktie gegen ich will keine Bankaktie im Depot haben durchsetzt. Am Ende könnt ihr natürlich draus machen, was ihr wollt. Das heißt, ihr könnt drei Bankaktien ins Depot nehmen. Ob ich das persönlich machen würde, weiß ich nicht. Oder auch überhaupt keine, unabhängig vom Abstimmungsergebnis. Und ach ja, ich habe wieder vergessen, den Disclaimer einzublenden, beziehungsweise die Grafik zu laden, aber ich kenne es ja auswendig. Also mit Bankaktien oder mit Aktien ganz allgemein kann man auch Geld verlieren. Also Vorsicht, insbesondere wenn man kurzfristig unterwegs ist. Ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, wie sich die Märkte entwickeln werden, vor allem auch kurzfristig, ist es unmöglich vorherzusagen. Und was war der letzte Punkt gewesen? Ich mag, gebe keine Kaufempfehlung wahrscheinlich. Das heißt, bitte eigenverantwortlich mit eurem Geld umgehen. Ganz kurz, hier geht es um das Starterdepot. Das sehen wir hier auf meinem Blog wachstumswerte.net. Wir sind versuchen, relativ konservativ, langfristig orientiert, gute Aktien ins Depot zu holen, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das Ganze machen wir über Sparpläne. 500 € im Monat ist das Investitionsvolumen, was wir reinstecken wollen in die Sparpläne und versuchen so eben unser Depot aufzuziehen. Wir sind schon relativ fortgeschritten, haben schon, habe ich richtig, 14, glaube ich, 14 Sparpläne im Depot, maximal werden es 20 werden. Und ihr könnt euch das Ganze angucken hier und wird auch getrackt, stündlich aktualisiert auf dem Blog wachstumswerte.net. Und wenn ihr da mitmachen wollt, ich sage es nochmal, dann biete ich euch ein Starterdepot an und ein Starterpaket für euer Starterdepot an. Und da könnt ihr dann bei einem von mehreren zur Auswahl stehenden Programmen ein Depot aufmachen, kriegt noch eine Aktienfinder-Vollmitgliedschaft über 90 Tage. Ich bin nämlich der Gründer der Seite aktienfinder.net und dann ist es ein kleines hübsches Starterpaket, kostet euch erstmal nichts. Wenn ihr dann investieren wollt, dann kostet euch natürlich das Investitionsvolumen, ist schon klar, aber ihr solltet dann auch profitieren von langfristig steigenden Kursen und Dividenden. Jedenfalls mehr, als wenn ihr das euer Geld dem Sparbuch überlasst, langfristig. Das wäre das Starterdepot. Was haben wir hier? Ach ja, genau, das ist der Fahrplan auf meinem Blog, auf dem Aktienfinder. Da hatte ich ja gesagt, liebe Kollegen, hier Bankaktien, wollt ihr die haben zur Abstimmung? Soll ich die euch vorstellen? Und ihr habt euch ja relativ knapp dafür entschieden, deshalb gucken wir das ja jetzt an. Und es wird diesmal um die Aktien gehen: JP Morgan, Wells Fargo, Bank of Nova Scotia, Mea Culpa ist nicht sparplanfähig bei der Consorsbank für mein Starterdepot bei der Consorsbank. Habe aber eine andere gute kanadische Aktie gefunden, Bankaktie gefunden, die wir dann als Ersatz haben. Bevor wir das aber tun, kümmern wir uns erstmal
allgemein um Bankaktien. Warum sind die so fucking unbeliebt? Und zum einen gucken uns das ja die kaputten Finanzsysteme an, zum anderen und gucken uns dann die einzelnen Banken an, um die es eigentlich geht. Also ziemlich volles Programm und mal gucken, wie lange das Ganze geht. Ich habe hier mal im Aktienfinder die ganzen Aktien sortiert, die wir so haben. Da sind auch ein paar andere drin. Das sieht man hier, des Sektors, unterste Level, wie ich die Aktien bzw. Unternehmen einteile. Und immer wenn hier Bank steht, dann ist es tatsächlich eine Bank. Und es handelt sich meistens um Banken. Also hier haben wir nochmal was anderes drin. Mastercard, Visa haben wir uns auch schon drum gekümmert. Ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, eine eigene Watchlist zu erstellen. Also, die meisten Aktien, die wir hier sehen, sind tatsächlich Banken. Und ich mache es mal noch ein bisschen größer. Und noch größer. Und dann etwas kleiner hier. So, warum sind Bankaktien also so unbeliebt? Also ist eigentlich komisch, weil ohne Banken funktioniert ja überhaupt nichts in unserem Wirtschafts- und Finanzsystem. Banken haben ja in erster Linie die Aufgabe der Kreditvergabe und der Versorgung oder der Gewährleistung des Zahlungsverkehrs. Und ohne diese beiden Aufgaben ist unsere Wirtschaft ja überhaupt nicht denkbar. Auf der einen Seite, also sind sie total wichtig und sie werden ja auch streng reguliert, nach 2009 noch etwas strenger als vorher, sollten von daher auch eigentlich relativ sicher sein. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, hier haben wir wie gesagt Bankaktien und dann habe ich mal einfach geguckt im Aktienfinder, wo wir eben entsprechend Bankaktien haben, also knapp 30 insgesamt, knapp 30, weil wir ein paar Nicht-Bankaktien hier noch drin haben. Und wenn wir uns hier einfach mal die langfristige Performance angucken von den Banken, da sehen wir ein durchaus gemischtes Bild. Ich habe jetzt hier die Kursgewinne auf 15 Jahre und da sehen wir, dass es Gewinner gibt, aber es gibt auch einige Verlierer. Hier unten Visa und Mastercard, für die gibt es noch keine Daten seit 15 Jahren. Es gibt also relativ viele Verlierer. Die schlechtesten Banken hier, Commerzbank, Deutsche Bank aus 15-Jahres-Sicht, das sind die schlechtesten Banken. Lloyds Banking Group auch über 80% verloren. Es gibt aber auch Gewinner. Dass die deutschen Banken, die AG sind, in die wir investieren können, so grottenschlecht abgeschnitten hat. Das führt wahrscheinlich auch dazu, dass wir als deutsche Aktionäre Bankaktien insgesamt auch wenig trauen. Wir sehen aber auch hier, dass es durchaus gute Banken gegeben hat, wobei wirklich gute Banken sind zum Beispiel hier die Royal Bank of Canada und wo ist denn die Bank of Nova Scotia? Hier, Bank of Nova Scotia ist hier, ist auch relativ gut abgeschnitten. JP Morgan auch relativ gut abgeschnitten und Wells Fargo wird dann hier unten, das ist auch noch halbwegs gut abgeschnitten. Diese Kursgewinne, 15 Jahre, das war vor der Finanzkrise. Allgemein sagt man ja, je länger man zurückgeht, umso mehr oder je länger man investiert ist, umso höhere und sichere Renditen kann man Aktienmarkt erwarten. Wir sehen, dass es hier bei Bankaktien nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt nämlich Aktien, die haben gerade aus Sicht von 15 Jahren, also wenn man vor der Finanzkrise investiert hätte, hätte man am meisten Geld mit diesen Aktien verloren. Also wie der Commerzbank, Deutsche Bank, Lloyds und so weiter und einige anderen natürlich auch. Wenn man bei diesen grottenschlechten Banken, also diese Banken haben sich dann nicht mehr erholt nach der Finanzkrise. Weil wir haben hier im Prinzip eine Zweiteilung zwischen guten Banken und schlechten Banken und wir werden uns jetzt dann gute Banken in Anführungszeichen angucken, wobei ich die auch noch ein bisschen näher analysieren werde, diese drei guten Banken. Das erstmal zum allgemeinen Überblick und ihr seht einfach, dass dieses Segment eben viel Spreu und Weizen quasi hat, wenn man es so möchte, und insgesamt deutlich mehr rote Farbe trägt als viele andere Segmente, die im Aktienfinder zu finden sind. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch grüne Farben. Und nicht irritieren lassen, bis auf Einjahressicht, wenn man hier die Einjahressicht anguckt, das sind so gut wie alle Banken im Minus. Das hier, wie gesagt, sind ja keine Banken und hier oben American Express ist auch keine klassische Bank. Es zeigt im Prinzip auch wieder, dass der komplette Bankensektor momentan sich in einem Krisenmodus befindet. Wenn man aus Jahressicht überall
im Regelfall zweistellig im Minus ist bei allen Bankaktien. Das ist ja schon ziemlich übel. Und warum ist es so? Dazu muss man sich das Geschäftsmodell der klassischen Banken angucken. Und das Geschäftsmodell Nummer 1, wo das meiste Geld herkommt, das ist eben die Kreditvergabe. Und die Banken, die bewegen sich in einem Umfeld, das sie nicht kontrollieren können, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die auch nicht natürlich die komplette Wirtschaft oder die Wirtschaft in das Wirtschaftsumfeld, in dem sie tätig sind, kontrollieren können. Aber Banken sind eben extrem auf die Finanzpolitik angewiesen der jeweiligen Staaten, in denen sie operieren. Und wir gucken uns ja jetzt Banken aus nicht Deutschland, Gott sei Dank, aber aus den USA und Kanada an, etwas näher. Und bei der Kreditvergabe, da gibt es ja vor allem, Banken sammeln das Geld der Kunden in erster Linie ein oder finanzieren sich anderweitig kurzfristig und verleihen das Geld im Regelfall längerfristig. Das ist so der klassische Kredit, wenn man Immobilienkredite beispielsweise denken. Natürlich auch Dispositionskredite oder andere, die auch kurzfristiger Natur sind und die lassen sich die Banken ja extrem gut bezahlen. Aber das eigentliche Kerngeschäft, würde ich jetzt mal sagen, das ist die Bündelung vieler kleiner Einlagen, sei es Spareinlagen, sei es Geld auf Girokonto, und die Ausgabe dieser gebündelten Einlage über Kredite langfristig nach draußen. Und das ist dann die sogenannte Fristentransformation. Und normalerweise gibt es eine Zinsstrukturkurve. Und das heißt, dass kurzfristige Einlagen werden mit weniger Geld verzinst. Also die Sparer oder diejenigen, die Kunden der Bank, die bekommen ja kamen mal Zinsen auf die Einlagen und die waren aber niedriger als die Kredite, die langfristigen Kredite, insbesondere die Banken wieder ausgegeben haben. Das ist Fristentransformation aus kurzfristigen Einlagen, langfristige Kredite zu machen. Und das Ganze funktioniert dann, wenn die Zinsstrukturkurve so ist, wie sie normal ist. Da muss ich vielleicht mal hier hingehen. Das ist die Zinsstrukturkurve der USA im Jahr 2005. Nicht 1:1, aber das ist die Fed-Zielrate, also der US-Notenbank. Und da sieht man vor allem eins, ich mache es mal hier ein bisschen größer. Kurzfristig bekommt man weniger Zinsen als langfristig. Das ist eben der Normalfall nach dem Bilderbuch oder nach dem Schulbuch, so rum. Und damals war es so, am Anfang 2005, dass man Treasury Bills, die gaben 2%. Und wenn man längerfristig investiert war, dann gab es bis knapp 5% für 20 Jahre. 30-jährige Laufzeiten gab es damals noch nicht. Warum ist das so? Weil, kann man sich so vorstellen, wenn man das Geld kurzfristig verleiht, dann ist es weniger unsicher, dass man es wieder zurückkriegt, als wenn man es langfristig verleiht. Da kann eben viel mehr passieren. Auf der einen Seite kann derjenige, dem man das Geld verliehen hat, pleite gehen. Auf der anderen Seite hat man auch ein Zinsänderungsrisiko. Das kann ja sein, dass in der Zwischenzeit, 20 Jahre sind lange Zeit, dass in der Zwischenzeit die Zinsen steigen, sodass, wenn man das Geld nicht verliehen hätte und es jetzt verleihen würde, man mehr Zinsen bekäme. Auch das ist ein Risiko. Insofern ist es erstmal plausibel, dass, wenn man Geld längerfristig verleiht, man ein höheres Risiko trägt und deshalb eine höhere Rendite erwarten könnte. Das ist heute nicht mehr so. Gucken wir uns mal den aktuellen Monat an. Dann sehen wir, das ist der 22. August, also gestern, dann sehen wir, dass wir erstmal das Zinsniveau allgemein gefallen ist. Es gibt keine 4 mehr, es gibt auch keine 3 mehr. Es fängt an mit einer 2 vorm Komma. Und für einen Monat sehen wir, dass wir fast genauso viel kriegen wie für die 30-jährige, ich nenne es jetzt mal Anleihe. Und wenn wir zum Beispiel für 3 Jahre ausleihen würden, dann würden wir 1,5%, für 5 Jahre sogar nur 1,5% kriegen, also deutlich weniger als die Kurzläufer hier, die noch über 2 oder bei 2% notieren. Und das ist diese, wie man so schön sagt, invertierte Zinsstrukturkurve, die jeder YouTuber, der sich irgendwie für Finanzen interessiert, der mittlerweile schon kennt. Und das ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum der Marktteilnehmer im Prinzip bezüglich der längerfristigen Aussichten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man, dass es im Prinzip, so interpretiert es jedenfalls, eine Flucht ist
auch aufgrund von Misstrauen in kurzlaufende Papiere, wo man quasi sein Geld parkt, weil man einfach Schiss hat, das Geld längerfristig zu verleihen. Und dann geht die Nachfrage nach diesen kurzlaufenden Papieren in die Höhe und dann notieren die einfach höher. So interpretiere ich das jedenfalls. Und Banken müssen jetzt in diesem Umfeld operieren, also insbesondere natürlich Banken, die im US-Markt tätig sind. Und die haben natürlich ein Problem, wenn sie kurzfristige Gelder höher verzinsen müssen, als sie langfristig verleihen können. Und so zu operieren ist schwer. Und ich habe mir gesagt, gucken wir uns mal das an. Also das ist der US-Markt. Ich habe auch die kanadische Zinsstrukturkurve hier gefunden. Das war 2018. Ich mache es mal hier größer. Und da seht ihr ebenfalls, dass es eine Invertierung gibt. Und das Zinsniveau hier ist sogar noch niedriger als in den USA. Was erstmal auch nicht besonders gut für die Banken ist, weil je niedriger das allgemein das Zinsniveau, umso flacher wird die Zinsstrukturkurve gedrückt, umso niedriger können noch die Differenzen überhaupt sein, umso niedriger dann die Zinstransformation oder die Fristentransformation, also umso niedriger quasi die Margen. Also hier haben wir im Prinzip das gleiche Bild und ich habe auch mal aus Spaß die deutsche Zinsstrukturkurve hier mal angeschaut. Und die ist hier, auch hier haben wir diese Invertierung, hier sieht man es sogar noch ein bisschen schöner. Das eigentlich sollte das eine Kurve sein, die von unten nach oben geht und hier sehen wir, wie die erstmal nach unten ausschlägt, das ist diese Invertierung. Und erst ab 4 Monate Laufzeit fängt sie an nach oben zu gehen und wenn man hier die absoluten Werte sieht, da sieht man, dass das komplette Zinsniveau negativ ist. Das heißt, es gibt keine einzige Laufzeit hier. Das sind ja die Government Bonds, also Staatsschulden quasi, Staatspapiere. Die sind alle negativ. Also es ist egal, welche Laufzeit man hat. Man schenkt dem deutschen Staat immer sein Geld. Vor einem Monat sah es noch ein bisschen anders aus. Da hat man sogar noch Geld bekommen. 0,25% für 30-jährige Staatsanleihen. Mittlerweile liegt man sogar da drauf. Ja, und das ist halt das Umfeld, in dem operiert werden muss. Und gerade wenn es Negativzinsen gibt, dann ist es dann noch schlimmer für die Banken, also für die deutschen Banken. Und es geht ja mittlerweile schon so weit, dass die Banken darüber offen reden, dass sie die Einlagen von uns Sparern oder ja, Kunden ebenfalls negativ verzinsen, weil sie ja ebenfalls ihre eigenen Einlagen bei der Europäischen Zentralbank negativ verzinst bekommen. Also die müssen quasi für ihre Einlagen Geld bezahlen. Und das ist eben der Fall in Deutschland. Und so weit sind wir in Kanada beispielsweise oder in den USA noch nicht. Und deshalb funktioniert es oder funktionieren die Banken in den USA und in Kanada beziehungsweise das Bankengeschäft noch etwas besser als in Deutschland. So viel dazu zur Makrosituation. Dann hatte ich mir mal ein bisschen noch was angeguckt zu Basel III und diversen Kennzahlen und so. Und das gebe ich mal kurz zum Besten. Bei Basel III, da gibt es unterschiedliche Kennzahlen, die man da, oder gut, Basel III, das ist ein, ja, soll eine Art der Regulierung, regulierende Vorgaben sein fürs Bankenwesen. Das ist auch nochmal eine Antwort auf die Finanzkrise, wo dann die Regulierungsbemühungen in sich verschärfenden Vorschriften manifestiert haben. Eine dieser Kennzahlen ist das Common Equity Tier 1. Da geht es einfach im Prinzip darum, dass man schaut, wie viel Eigenkapital oder dass man das Eigenkapital einer Bank ins Verhältnis setzt zu den Krediten, die vergeben worden sind. Und da habe ich gedacht, komm, gucken wir uns mal diese Kennzahl an, weil als ich das so gelesen hatte, da dachte ich, ja, das ist eigentlich die schärfste Kennzahl. Und dann habe ich mir die Ergebnisse oder die Kennzahlen angeschaut bei den drei Banken, um die es jetzt geht. Das ist jetzt ein kleiner Schwank, den ich erzählen werde. Und je höher die Kennzahl, umso besser. Ja? Und dann hatte ich, also wer das nachlesen möchte, das kann man am besten tun, zum Beispiel in einzelnen Jahresberichten. Da wird es besser erklärt als im Internet. Hier ist der Jahresbericht von der Royal Bank of
Kanada, Royal Bank of Canada. Gucken wir uns ja gleich an. Naja, jedenfalls war da die Kennzahl 11,5%. Bei JP Morgan war die Kennzahl bei 12% und bei Wells Fargo 11,7%, jeweils im Jahresbericht für das letzte Geschäftsjahr. Und da habe ich mir mal den Spaß erlaubt, die deutschen Banken anzugucken. Die Deutsche Bank hat 13,6%, ist also deutlich besser als die drei Banken, die wir uns angucken. Und da habe ich gedacht, okay, vergiss es. Es bringt also überhaupt nichts, weil Deutsche Bank totale Katastrophe und die schneidet da schon besser ab als die anderen drei Banken, um die wir uns kümmern. Das heißt, wir werden uns jetzt nicht bankenspezifische Kennzahlen angucken, auch nicht mit Basel III oder so beschäftigen. Wir werden uns einfach im Aktienfinder ein paar Dinge anschauen, so Common Sense-mäßig. Zum Beispiel auch gucken, wie haben die Banken in der Finanzkrise abgeschlossen oder wie haben sie sich in der Bank, in der Finanzkrise gehalten? Und sind das solide Dividendenzahler? Wie hoch fällt die Dividende im historischen Vergleich aus? Solche Common Sense Geschichten werden wir uns anschauen. Und wie gesagt, am Ende machen wir dann die Abstimmung. Und ihr könnt euch auch entscheiden oder dafür ausdrücken, dass wir keine Bankaktie ins Depot nehmen. Aber ich denke, es ist wirklich gut, sich einfach mal damit zu beschäftigen und so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil die einfach so fucking wichtig sind für die gesamte Wirtschaft, in der wir hier leben und im Prinzip auch ein Ausdruck des Misstrauens für die momentane Situation, in der wir die wir erleben müssen, vielleicht so rum. Okay, Leute, dann gehen wir mal zum Aktienfinder. Das ist hier und da habe ich ja schon den Merkzettel hier gemacht und uns die drei Aktien mal ausgesucht. Der Merkzettel ist schon richtig, wenn wir es nur anwenden. Da ist er. Dann machen wir das Ganze mal hier wieder ein bisschen kleiner. Und ich denke, wir fangen jetzt mal mit Wells Fargo an. Genau, das ist schon richtig. Die erste interessante Geschichte ist ja hier, wie hat sich während der Finanzkrise der Gewinn entwickelt und konnten die Dividenden konstant gehalten oder sogar gesteigert werden? Da ist Wells Fargo leider durchgefallen. Der Gewinn ging doch relativ deutlich zurück. Wenn man hier guckt, von 2,38 auf 70 Cent, hat er eine Weile gebraucht, 2, dann 3 Jahre, also 2 Jahre im Prinzip, bis es wieder aufgeholt wurde. Ist jetzt nicht allzu lang, okay. Aber nichtsdestotrotz und die Dividenden, das hat noch etwas länger gedauert, bis die wieder das Vorjahresniveau erreicht hatten, also Vorkrisenniveau, 1,30 Dividende in 2,8 und in 2,13 lagen wir noch drunter und erst in 2,14 hatten wir die wieder erreicht, beziehungsweise leicht übertroffen. Da musste also wie viele Jahre? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre dann warten. Und was wir hier übrigens auch sehen, das ist immer, dass die Dividende und damit die Dividendenrendite ein nachlaufender Indikator ist. Das heißt, die Probleme haben wir heute, die niedrigere Dividende haben wir morgen. Deshalb ist die Dividendenrendite an sich und vor allem alleine nur für sich genommen ein extrem schlechter Ratgeber, was Aktienkäufe angeht. Sowohl Aktienkäufe als auch Verkäufe. Sehen wir auch hier nochmal schön, wir gucken nachher auch nochmal in Dividendentour, aber sieht man denn hier auch immer die falschen oder die Fehlsignale, die dann hier gesendet werden, dass hey, die Dividendenrendite ist hoch, cool, gibt jetzt 6%, gleich kaufen und danach dann, es liegt irgendwann die Dividendenrendite halt bei unter 1%, weil die Dividende gekürzt wurde hier. Die wurde 2 Jahre hintereinander gekürzt. Also insofern hätte Wells Fargo den Finanzkrisentest nicht bestanden, jedenfalls nicht im Aktienfinder. Bei Wells Fargo ist auch noch interessant, es gibt einen Wikipedia-Eintrag, der beschäftigt sich nur mit Wells Fargo-Skandalen. Nicht unbedingt vertrauenserweckend, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Also, ich muss noch eine Geschichte sagen, die ist wichtig zu Banken, nämlich bei Banken, die sind ja nicht nur bei denen geht es nicht nur um die Kreditvergabe, die verdienen ihr Geld auch noch mit anderen Dingen. Hier kann man das nochmal schön sehen. Das ist die Royal Bank of Canada. Und man sieht hier die einzelnen Segmente, in denen die Royal Bank of Bank, in denen diese kanadische Bank tätig ist. Und das trifft im Prinzip auf alle anderen Banken auch zu. Also wir beschäftigen uns ja hier nicht mit einer reinen Investmentbank zum Beispiel. Und man sieht das Segment hier, das ist die Kreditvergabe. Sowohl an Geschäfte, also an Unternehmen, als auch an Privatleute, so wie wir. Und dann gibt es aber noch andere Segmente, die
zwar eine untergeordnete Bedeutung haben, aber immer noch eine Bedeutung. Da gibt es einmal hier Capital Markets, da ist auch Investment Banking dabei, aber auch zur Eigenhandel, aber auch Fremdhandel oder zum Beispiel auch, wenn die Bank Royal Bank of Canada, die geht jetzt auch hin und tut ETFs ausgeben, das kommt dann auch hier rein. Wealth Management, also Vermögensverwaltung, spielt hier eine Rolle, auch relativ wichtig. Versicherungsgeschäft, also viele Banken sind ja auch im Versicherungsgeschäft tätig, spielt auch eine Rolle. Und dann hier nochmal weitere Finanzdienstleistungen, Währungsmanagement, solche Geschichten, ist jetzt weniger wichtig, aber wir sehen hier, dass es noch zwei relativ wichtige Segmente gibt, neben wie einmal das Investment Banking, aktiv-passiv auf der einen Seite und dann hier Vermögensdienstleistungen hier. Und das spielt im Prinzip auch bei den anderen Banken eine Rolle. Das wollte ich Ihnen noch kurz gezeigt haben. Und bei der Wells Fargo Bank, da haben wir, wie gesagt, eine Reihe von Skandalen. Es gibt ja sowas wie Cross-Selling, vor allem im Bankenbereich wichtig. Das heißt, wenn wir hier einen Bankkunden haben, der macht erstmal ein Girokonto auf, bewegt sich dann vielleicht hier irgendwo im Bereich, überzieht ab und zu mal sein Girokonto, muss dann schon ein bisschen, also kriegt dann quasi einen kurzlaufenden Kredit, muss hier schon mal was bezahlen. Dann wird ihm vielleicht eine Kreditkarte noch verkauft, noch mehr in dem Segment tätig ist. Vielleicht wird ihm auch eine Versicherung verkauft, dann wird er noch hier in das Segment reinfallen. Und Cross-Selling ist halt wichtig, um insgesamt halt dafür zu sorgen, dass die Bank eben Geld verdient. Je mehr Bankprodukte ein Kunde hat, umso mehr kann man mit ihm an Geld verdienen. Und Wells Fargo hat es im Prinzip auch dieses Cross-Selling auf die Spitze getrieben, in einer negativen Art und Weise. Die haben nämlich Kunden neue Produkte verkauft, ohne dass der Kunde davon wusste. Das heißt, Bankmitarbeiter haben dem Kunden eine Kreditkarte ausgestellt, die er niemals beantragt hatte, teilweise sogar Versicherungen verkauft, die der Kunde niemals beantragt hatte. Das ging bis zur Unterschriftenfälschung. Und die Banken haben, also bei Wells Fargo, da gab es auch einen Prozess, der hieß Pinning. Das hieß, der Kunde hatte erstmal per Default die PIN 0000. Und die hat dann der Bankmitarbeiter schon gekannt, der fleißige Bankmitarbeiter, auf den enorm viel Druck ausgeübt worden ist, um teils auch unrealistische oder oft teils sogar mathematisch unrealistische Zielvorgaben zu erfüllen. Und er hat dann das ausgenutzt, aus einer Notlage natürlich heraus, um teilweise auch Geldtransfers des Kunden vorzunehmen, die der Kunde nicht getätigt hatte, weil er eben die Kundenpin kannte über dieses Pinning. Und die Kunden haben das dann gemerkt, weil sie irgendwelche Gebühren bezahlen mussten, beispielsweise für Produkte, also für zum Beispiel Kreditkarten, die sie niemals beantragt hatten, oder Gebühren für Versicherungen, die sie niemals beantragt hatten. Und das ging eine Zeit lang gut, komischerweise, aber irgendwann ist es natürlich explodiert, das Ganze, und es ist jetzt Fargo um die Ohren geflogen. Und ich habe gelesen, die haben jetzt schon knapp 3 Milliarden Kosten an Entschädigungszahlungen bezahlen müssen. Und der ehemalige CEO, ich glaube, er hieß Schlump, der ist deshalb auch zurückgetreten. Ist natürlich keine tolle Publicity für eine Bank. Insofern Wells Fargo etwas mit Vorsicht zu genießen. Man sieht, dass der Aktienkurs in Summe trotzdem gestiegen ist nach der Finanzkrise. Man sieht auch, was die Bewertung angeht. Also in der letzten Zeit, jetzt zoomen wir hier ein bisschen rein. Wenn man jetzt hier mal gucken würde, basierend auf historischen Multiples, dann wäre die Aktie günstig bewertet. Was die Dividendenrendite angeht, hier mit 4%, da ist die sehr hoch bewertet. Achso, ich würde noch den Dividendenturbo zeigen. Machen wir mal. Da sind wir hier im Dividendenturbo. Und dann holen wir uns mal den Merkzettel mit den Aktien raus. Ach so, fehlt dann vielleicht noch danach. Und hier ist Wells Fargo. Und wenn wir jetzt uns die Dividendenrendite angucken, dann sehen wir hier erstmal die besagten etwas über 4%. Und wenn wir dann den Zoom zurücksetzen,
sehen wir hier die Finanzkrise mit der Vorsicht, Falle, Dividendenrendite, die war sogar mal bis knapp 11% hoch. Hier sehen wir das ein bisschen deutlicher, weil das ist auf Monatssicht, das ist ja feingranular hier. Dann sehen wir die Dividendenkürzung und jetzt eben, wenn wir uns das hier mal anschauen, in den letzten 10 Jahren, dass die Dividendenrendite eben doch relativ hoch ist. Laut Prognosen soll sie auch noch weiter steigen. Okay. Ja, ob die Analysten die Finanzkrise vorhergesehen haben und die Dividendenkürzung, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich glaube eher nicht. Jedenfalls, das ist die aktuelle Situation, was die Dividendenrendite angeht. Zu Wells Fargo, den Skandal habe ich schon genannt und ich habe euch gezeigt, dass die Dividenden die letzte Finanzkrise nicht überstanden haben. Gucken wir uns mal JP Morgan an. Was haben die denn momentan für eine Dividendenrendite? 3%. Die haben die niedrigste Dividendenrendite von den drei Aktien hier. Royal Bank of Canada, Wells Fargo 4% und JP Morgan momentan knapp 3%. Schauen wir mal an, was während der Finanzkrise passiert ist. Auch da gab es eine Dividendenkürzung. Gucken wir uns das Ganze mal mit dem Aktienfinder an. Da sehen wir das ja aus Jahressicht, was die Dividenden angeht. Da ist ein bisschen übersichtlicher. Und da sehen wir eben, ja, dass die Dividende ebenfalls, genau wie bei Wells Fargo, zweimal hintereinander gekürzt werden musste. Wir hatten hier einen Gewinn pro Aktie, der dann auch rückläufig gewesen ist, von 4,38 auf 81 US-Cent. Aber nichtsdestotrotz, Verlust haben beide Banken nicht gemacht. Und jetzt, wie Wells Fargo, geht es auch wieder aufwärts, was den fairen Wert angeht. Also Aktienkurs geht auch wieder aufwärts. Aber aus letzter Sicht ist der Aktienkurs leicht gefallen, allerdings nicht so stark rückläufig wie bei Wells Fargo. Ich habe auch nicht hier irgendwelche Skandale gefunden, jedenfalls nicht in der Größenordnung von Wells Fargo. Und momentan wäre die Aktie relativ nah am fairen Wert auf dem Gewinn basierend. Der Aktienkurs liegt bei 109 US-Dollar und der faire Wert liegt bei 105 US-Dollar. Wenn man die Dividende sich anschaut, dann wäre die Aktie unterbewertet. Kriegt man ja auch mit. Wenn man hier den Dividendenturbo sich anschaut, dann sehen wir ja, dass die Aktie hier relativ nah am Hoch notiert. Wenn wir den 10-Jahres-Korridor mal einblenden, das sehen wir ja. Und so rechnet ja, wird der faire Wert der Dividende gerechnet auf dem historischen Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Da sehen wir, dass wir eben ganz klar darüber liegen. So viel also zu JP Morgan. Und dann gucken wir uns mal die Royal Bank of Canada an. Und das ja auch direkt im Aktienfinder. Das wäre hier. Und da sehen wir jetzt natürlich ein Kontrastprogramm. Wenn wir uns die Gewinnentwicklung erstmal nur anschauen während der Finanzkrise, da sehen wir durchaus einen kleinen Dämpfer. Allerdings nicht so stark ausgeprägt beileibe wie bei den anderen beiden Banken. Und wir sehen auch, dass die Dividende nicht gesenkt worden ist. Die Dividende wurde konstant gehalten. Es gab mal eine kleine Sonderdividende von 5 kanadischen US-Cent in 2008. Weiß ich nicht, ob das ein Kunstgriff sein soll, um eine Dividendenkürzung zu vermeiden, die man an der regulären Dividende festmachen würde, also wenn man nur die reguläre Dividende berücksichtigt. Jedenfalls, es gab keine, oder wenn man die Sonderdividende mitzählt, eine extrem leichte Dividendenkürzung. Die Dividende wurde dann konstant gehalten, 2009, 2010 und schon in 2011. Fürs Geschäftsjahr 2010 wieder erhöht und seitdem wird sie weiter erhöht. Wir haben momentan eine relativ hohe Dividendenrendite und wenn wir uns den Verlauf des Aktienkurses hier mal anschauen, dann sieht es wirklich toll aus. Also es ist eine absolut, also eine relativ, ja doch ziemlich zuverlässige Kursgewinne, die man mit dieser Aktie erzielen konnte. Natürlich haben wir hier den Dämpfer und auch diesen periodischen Kurssturz während der Finanzkrise, wo die Aktie mal hat federn lassen müssen, von Spitze 44 kanadischen Dollar auf 120 kanadische Dollar, also 50% in Spitze verloren, dann aber sehr schnell wieder aufgeholt und seitdem geht es wieder aufwärts. Und hier auf Jahressicht, sage ich mal, auf Einjahressicht, haben wir dann auch wieder eine Seitwärtsbewegung, beziehungsweise ging es auch mal wieder relativ stark nach unten. Die Aktie dann verloren bis auf 90 kanadische Dollar und das Hoch war bei 108 kanadische Dollar. Also immer noch relativ leicht die ganzen Kursschwankungen, die wir hier sehen. Was übrigens interessant ist und was ich euch mal kurz zeigen möchte in der Fundanalyse, das ist, dass alle Banken eine extrem hohe Schuldenquote haben.
Die Royal Bank of Canada hat eine Schuldenquote von 94%, hatte auch schon mal 95, 96%. Bei einem normalen Unternehmen wäre das sehr bedenklich, bei einer Bank nicht, weil die Bank lebt davon, im Prinzip Kundeneinlagen zu nehmen. Das sind dann ihre Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden und das wieder auszugeben in Form von Krediten. Das ist ihr Geschäft. Und wenn sie keine Schulden quasi machen würde, das heißt, wenn sie kein Einlagengeschäft hätte, dann hätte sie kein Kreditgeschäft. Also die Schuldenquote hier, die ist anders zu beurteilen oder als bei normalen Unternehmen. Übrigens habe ich auch den operativen Cashflow weggemacht, weil bei Banken der Cashflow nicht aussagekräftig ist. Denn wenn normalerweise ein Unternehmen Geld bekommt, dann hat es ja was mit der Wertschöpfung des Unternehmens zu tun, in dem Sinne, dass sie was gemacht haben für den Kunden, Produktverkauf, Dienstleistungsverkauf und dafür haben sie Geld gekriegt, Cash. Und das ist dann mehr oder weniger 1:1 ein Maß der Wertschöpfung des Unternehmens. Das ist so bei Banken nicht der Fall. Das heißt, deshalb habe ich den operativen Cashflow weggemacht. Auch mit den Margen. Außer der Nettomarge kann man die anderen Margen auch nicht wirklich nehmen. Wir sehen, dass die Nettomargen auch zugegangen sind während der Finanzkrise, aber die operative Marge ist ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, man müsste im Prinzip, wenn man sich nur für Bankenaktien interessiert, einen Bankaktien-Aktienfinder bauen, der mit anderen Kennzahlen teilweise auch arbeiten würde. Aber den Rest, also man kann immer noch genug sehen im Aktienfinder, denke ich, um mal einen Eindruck von der Aktie zu bekommen. So, das war die Royal Bank of Canada. Und die, ja, ich sage, ich möchte euch auf der einen Seite nicht beeinflussen, aber es ist so offensichtlich, dass die Royal Bank of Canada mit Abstand das beste Bild fundamental abgibt, dass ich es nicht verbergen möchte. Ich würde sagen, wir stimmen jetzt mal ab. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Alternative zu sagen, ich möchte überhaupt keine Bank im Stadtdepot haben. Auch legitim. So, dann hoffe ich, dass es mal ein bisschen eine Einsicht gegeben hat in die Banken aus Sicht von uns Aktionären, auch warum die Banken ein Problem haben. Bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.